Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir fangen jetzt an mit einer neuen Aufnahmesession und wir sind stehen geblieben bei der Episode 3, Der lange Weg. Und wir fangen gleich mal an. Hier nochmal der Warnhinweis. Und ich bin wie immer gespannt, was uns erwartet. The Walking Dead. Wir sind wieder zurück. Wir sind mit Kenny unterwegs. In einer Stadt. Episode 3. Der lange Weg. Looks like this is our lucky day. Das könnte problemlos verlaufen, wer weiß, mir gefällt das nicht. Yeah, this might actually go smoothly. We deserve it after last time. Oh yeah. Ja, wir sind hier in einer Stadt. Waren wir schon, ich weiß es nicht. Erstmal alles durchsuchen. Und wir erinnern uns, Lee, Kenny. Where do you come down on staying or going? You mean packing up the motel and getting in the RV? Yeah, we've been talking about it, but you made up your mind yet? Wir sollten gehen. Also aufteilen auf keinen Fall, bleiben ist auch eine schlechte Idee. Ich glaube, wir gehen mit. We should go. Motel's run its course and it's not safe. You're damn right it has. We pile into the RV and don't pull over till we see water. And if Lily's dead set on staying, then, well, that's the way it goes. Was ich sagen wollte, Kenny wurde ja von Lily angeschossen. Deshalb ist er noch ein bisschen schwach auf den Beinen. Just like last time. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Na, das ist richtig. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Okay, wir können uns wieder frei bewegen. Wir schauen uns erstmal alles an. Wir gehen mal hier. Da ist ein Autowrack. Wir gehen da mal hoch. Unseren Beinen geht's auch wieder besser. Das freut Kenny, mich. Kenny, come on. Ah, shit. Damn it. I can't reach. Sorry, pal. All right, stay put. Verdammt. Okay. Was gibt's hier? Ein Schutt unterm Truck, okay? There's no safe way through that mess. Nein, auf gar keinen Fall. Ist noch die Leiter? Aber die wird jetzt abreißen, oder? Ja, okay. Gut, also die Option ist schon mal... Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Weggefallen. So, wir gucken uns hier. Ach du Scheiße. Wir sind wieder beim Drugstore, meine ich. Verdammt. Scheiße. Okay, hier sind Fenster. Okay, aber was ist hier passiert? Da ist ein Helikopter. So much for the military. Ja, stimmt. Okay. Wir schauen uns nochmal... Hier ist noch ein Fass. Okay. Schutt. Okay. Nochmal Trümmer. Ein Fenster. They're blocked by all the fallen concrete. Okay. Das ist hier ein Einkaufswagen. Alter, kannst du noch was anderes sagen? Okay, ein Jeep. Können wir anschieben? Können wir das? Nein, können wir nicht. Okay. Hier ist eine Winde. Hoffe ich mal sehr. So, wir nehmen mal die Winde.
Lily's not doing so good, huh? Ja, wir haben ihren Dad getötet. Sie wird schon wieder. Es ist nicht gut, ich mach mir Sorgen. Ja. Well, we killed her dad. We did kill her dad. Ja, das ist vielleicht nicht so geil gelaufen. So, wir befestigen den Haken an der Achse. Und ich hoffe, wir können jetzt die Winde aktivieren. Windensteuerung. Einmal angucken. Alter. So. Funkt sogar noch. Sehr gut. Ich glaube, sie versteht's. Ja. Ich denke, sie versteht's. Hope so. Not like we had much choice. Right. Ja, stimmt. So, wir klettern mal hoch. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. Was hat er gesagt? Ja, es wird nicht damit abfinden, immer noch. What did he say? He just woke up in the middle of the night, screaming his head off. He thinks he killed Herschel's son. Oh, Christ. I'm sorry. Fact of the matter is, we did. Ach so, Herschel, von der ersten Farm, wo wir waren, okay. You're sure you're up for this? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Shit! Au. Nicht geil, nicht geil. Gut, das hat keine Walker angelockt. Sehr gut. Echt toll, was zum Teufel ist passiert? Bist du okay? Jesus. Are you okay? I'm fine. Shit. I'm sorry, pal. I thought it'd be healed up better. You're lucky it wasn't any worse. You could have... Ach du Scheiße. Don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Es ist ein Mädchen, wir müssen helfen. Wegen ihr werden wir vielleicht getötet. Wir müssen einfach weitergehen. It's a girl. She's gonna get us killed. No shit. Actually. Fuck. We gotta shoot her. Put her out of this misery. You know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive and she draws them all to her. Buying us time. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Es ist leider wahr, dass sie uns Zeit sorgen könnte, aber vielleicht ist sie schon gebissen. Gerade als der Walker auf sie draufgegangen ist, weiß ich nicht. Ganz viele Walker, also... Ich würde mal sagen, wir verschwenden keine... Die soll mal herlaufen. Keine Munition und... Wir gehen einfach. Jetzt wurde sie natürlich gebissen. Und jetzt sowieso. Ich hoffe, das war das Richtige. Should be good to clear this place out, but we ain't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Verdammt gute Idee. Wir haben vielleicht echt nicht genug Zeit. Drei Gegenstände, 4, 5, 6, 7, 8 und weiter. Wir müssen uns beeilen. Ich höre schon Walker. She's gone. There's not much time now. Und alles mitnehmen, was geht.
Und das ist reichlich viel, würde ich mal sagen. So, hier noch Medizin, Pillen. Braucht man alles. In solchen schwierigen Zeiten. I think that's everything. That girl didn't die for nothing then. Up and over. Ja, das hoffe ich mal, dass sie nicht umsonst gestorben ist. Ach du Scheiße. Kuh, los, lass mich frei. Alter, nicht geil. Kenny, hilf uns doch. Komm, und weg mit euch. Was ist der Kühlschrank? Ja, gute Idee. Erstmal ein bisschen Zeit verschaffen. Und weg geht's. Och nee, der Pilot, ey. Weg mit dir, komm. Geh weg. Hä, wieso kann ich... Gleich nochmal. Weg mit dir. Ach komm, geh weg. Komm einfach nur weg hier, einfach nur weg. Puh, das haben wir geschafft. Okay, wir sind zurück beim Motel, okay, wir sind immer noch da. Das ist ein kleiner Übungsplatz geworden. Ben ist auch noch da. Clementine natürlich auch. Mit wem redet sie da über das Walkie-Talkie? You're back. Ben found some stickers in a drawer and I put them on my walkie. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. Lily ist auch noch da. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone and come and rape our women and children. Ha. Huh. So, what did you get? Viel, was übrig war, nix. Ja. Just what was left. Which was a lot, actually. Take a look. We're fine, by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you two after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? Irgendwann müssen wir weg, Lily. Alles in Ordnung hier, Kenny. Wir tun, was die Kinder, was für die Kinder am besten ist. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. And that's all beside the fact that Macon is busting at the seams with walkers. We do whatever is best for the kids. Doesn't that make sense? It's suicide out there. We'll die in here. You're right. You could see someone sleeping and kill one of us. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. Gemeinsam sind wir am stärksten. Somebody needs to make executive mit dem decisions for the group. Es könnte schlimmer sein. And I don't think you're capable anymore. And don't start with me either. Ken, we're all losing it with the attacks and lack of food. We're strongest together. It can't be you versus us, Libby. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? Wir haben reichlich Essen im Kombi. Wir lösen die Probleme, wenn sie auftauchen. Wir sind ausreichend geschützt. What about medicine? We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer. Sie war sowieso bereits tot. Wir haben uns gebeten. God, what is happening? You weren't out there. You guys couldn't try to save her? Wir haben uns geholfen, was wir brauchten. It's the first smart thing he's done in a while. She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right.
We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day! Now everybody get out! Sie sind schon, sie wird schon drüber, sie hat recht, zufrieden, Kenny. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. She's right about one thing. None of this is getting any easier. Nope. Things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Okay, das werden die auch tun. Aber... noch irgendwas? Nein, okay, wir können uns wieder frei bewegen. Okay, wir können zu Lilly gehen, wir gehen auf jeden Fall zu Carly, wir gehen auf jeden Fall zu Katja und Ken, wir gehen auf jeden Fall zu Clementine und zu Ben und wir suchen auch Duck. Wo zum Teufel ist Duck? Aber ich persönlich denke schon, dass es mit dem länger hier bleiben ist ja nicht gut, weil Banditen wissen ganz sicher schon, wo wir sind. Und ein Tor. Und ich wäre eigentlich schon echt dafür, dass wir schleunigst hier weggehen. Was gibt's denn hier? Ich suche noch gerade Duck. Aber ich sehe den gerade nicht. Da ist er nicht. Wo ist denn der? Wir sind auf jeden Fall immer noch beim Motel und genau. Die Leute werden wir befragen in der nächsten Folge, die morgen erscheinen wird. Bis dahin, haut da rein. Ciao.